Hallo und herzlich willkommen bei TV Mürz. Wir sind heute mitten in Mürz-Zuschlag, genauer gesagt bei den Stadtwerken Mürz-Zuschlag in der Wohnstraße. Im Februar wurde hier eine neue Abteilung eingerichtet, die Spielwarenabteilung. Und da schauen wir uns jetzt genauer um. Seit 29. Februar ist die Stadtwerke GmbH um eine Abteilung reicher. Spiele Mürz lässt Kinderherzen höher schlagen. Ausgesuchte Spielwaren für jede Altersklasse entführen klein und groß in das Land der Fantasie. Eine große Auswahl des Spieleklassikers Lego darf da natürlich nicht fehlen. Auch bei Playmobil, exklusiv in Mürz-Zuschlag nur bei Spiele Mürz, führt man immer die neuesten Trends. Beim gemeinsamen Spiel mit Eltern, Großeltern und Geschwistern werden Bande fürs Leben geknüpft. Natürlich darf der Spaß dabei nicht fehlen. Bei Spiele Mürz finden Sie bestimmt das passende Gesellschaftsspiel, denn zum Spielen ist man nie zu alt. Auf Wunsch werden die gekauften Artikel auch liebevoll als Geschenk verpackt. Auch für das kühle Nass findet man hier das Passende. Gartenpools und Wasserrutschen inklusive. Und für einen Bombenspaß sorgt das absolute Must-Have des Sommers 2016. Die Wasserbombe. Einfach an den Gartenschlauch angesteckt und schon hat man in kürzester Zeit 40 prall gefüllte Wasserballons auf einen Schlag. Der Sommer kann kommen. Spiele Mürz sorgt für Spiel und Spaß. Mit Beschluss des Gemeinderats der Stadt Mürz-Zuschlag wurde die Geschäftsführung der Stadtwerke GmbH in zwei Aufgabenbereiche, in einen kaufmännischen und einen technischen, aufgeteilt. Mein Kollege Horst Gründler hat mit den neu bestellten Geschäftsführern über ihre Aufgaben gesprochen. Nachdem Frau Magister Gabriele Leber ihre Funktion zurückgelegt hat, haben die Stadtwerke Mürz-Zuschlag seit 1. April 2016 zwei neue Geschäftsführer, Herrn Magister Reinhard Welser und Herrn Ingenieur Hubert Neureuter. Ich werde beide Herren über ihre Aufgabenbereiche befragen. Herr Welser, wie lässt sich Ihr Aufgabenbereich definieren? Ja, es freut uns sehr, dass sich der Eigentümer mit unserer Bestellung für zwei Mitarbeiter, die langjährig im Unternehmen beschäftigt sind, entschieden hat. Meine Tätigkeiten und Aufgabenbereiche sind der Vertrieb. Das bedeutet, mir sind die Abteilungen Energieverkauf, Serviceabteilung, Elektroinstallation, der Handel in der Wienerstraße und in Krieglach sowie die Bestattung zugeordnet. Es gibt aber auch Bereiche, die wir gemeinsam regeln, wie etwa das Personal oder den Jahresabschluss. Ja, danke. Herr Neureuter, wie ist Ihr Verantwortungsbereich zu beschreiben? Mein Verantwortungsbereich betrifft die internen Betriebsangelegenheiten, die internen Abläufe und den Betrieb der Stadtwerke im Allgemeinen. Im Konkreten bin ich verantwortlich für den Stromnetzbetrieb, die Kraftwerksanlagen, den Wärmenetzbereich, Kabel-TV und Internetbereich sowie die Verwaltung und die interne IT. Beide Geschäftsführer wurden vom Mürz-Zuschlager Gemeinderat in ihre Funktionen berufen. Sie leiten ein regionales Energieversorgungsunternehmen mit über 100 kompetenten und einsatzfreudigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Anforderungen an die Stadtwerke haben sich in den letzten Jahren umfassend verändert. In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen und die Herausforderungen für regionale Stadtwerke wie für uns wesentlich verändert und wir mussten uns diesen Veränderungen stellen. Schon seit einigen Jahren ist ein ganz wesentlicher Schwerpunkt unseres Handelns und unserer Tätigkeiten die regionale Ausrichtung und der schonende und nachhaltige Umgang mit Ressourcen. Die hohe Dienstleistungskompetenz und die regionale Verbundenheit zeichnen die Stadtwerke Mürz-Zuschlag aus. Die Stadtwerke Mürz-Zuschlag sind ein Unternehmen mit sehr vielen unterschiedlichen Sparten. Entsprechend können wir diese Dienstleistungen und Produkte unseren Kunden auch anbieten. Der Grundgedanke einer Nahversorgung und die nachhaltige Ausrichtung sind uns sehr wichtig. Unsere Mitarbeiter arbeiten und leben in der Region, sowie das Unternehmen investiert wieder in Unternehmen in der Region. Die Stadtwerke Mürz-Zuschlag gibt es nun schon seit fast 110 Jahren. Nächstes Jahr werden wir unser Jubiläum entsprechend gebührend feiern. Nichtsdestotrotz werden wir schon jetzt uns um neue innovative Produkte und Dienstleistungen kümmern, um unsere Kunden auch künftig entsprechend bedienen zu können. In unmittelbarer Zukunft sind einige Investitions- und Instandhaltungsprojekte geplant. Wir haben heuer ein sehr großes Investitionsprogramm. Das größte Projekt, das wir uns vorgenommen haben, ist die Revitalisierung unseres mittlerweile fast 110 Jahre alten Kraftwerks in Kolleben. Wir werden in den nächsten Monaten mit diesen Arbeiten beginnen. Im Fernwärmebereich freut es uns besonders, dass wir für das
gerade in der Richtung befindliche Landespflegezentrum einen Fernwärmeanschluss herstellen können. Und im Stromnetzbereich werden wir das Investitionsprogramm der letzten Jahre fortsetzen und werden im Raum Spital am Semmering Neuverkabelungen und die Erneuerung von notwendigen Trafostationen vornehmen. Einige Projekte im Bereich Handel wurden vor kurzem umgesetzt. Mit unserem Umstieg auf EP, das steht für Electronic Partner, haben wir einen kompetenten und leistungsfähigen Partner gewonnen, der uns bei der Lagerhaltung, aber auch im Sortiment unterstützt. Gleichzeitig konnten wir damit unser Sortiment entsprechend erweitern. Wir bieten nun auch EDV-Geräte sowie Drucker und dergleichen an. Im Bereich der Spielware haben wir mit Ende Februar unsere Spielwarenabteilung eröffnet und begeistern damit auch die jüngsten Mürzzuschlager mit unseren Produkten. Es ist so, dass wir verschiedene Ideen und Projekte in Entwicklung haben. Diese sind im Entstehen. Andere Projekte sind bereits kurz vor dem Projektstart. Die Details dazu wollen wir jetzt noch nicht preisgeben, aber werden in wenigen Wochen an die Öffentlichkeit damit gehen. Nur so viel sei verraten: Elektromobilität ist für die Stadtwerke Mürzzuschlag lange schon ein Thema. Wir betreiben derzeit mit unseren Partnern 5 Elektrotankstellen für einspurige Fahrzeuge und bei uns im Unternehmen sind 2 Elektroscooter sowie ein E-Auto bereits im Einsatz. Sauberer Strom aus erneuerbaren Energiequellen bedeutet nachhaltige Nutzung der Ressourcen. Die regionale Ausrichtung und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder stehen weiterhin im Fokus der strategischen Entwicklung der Stadtwerke Mürzzuschlag. Der neue Bundespräsident ist gewählt. Dafür waren bekanntlich 2 Wahlgänge notwendig. Wir haben uns am Mürzer Stadtplatz zu diesem Thema umgehört und wollten von den Menschen wissen, wie sie zum einen diese Wahl erlebt haben, zum anderen, was sie denken, welche Möglichkeiten ein Staatsoberhaupt überhaupt hat und ob die Sommerresidenz im Jagdschloss mit Steg weiterhin als solche für den Bundespräsident zur Verfügung stehen soll. Ja, vollkommen in Ordnung, so wie das ausgegangen ist, finde ich. Also ich finde, dass das okay war. Ne? Der Grünen, ich finde, der Van der Bellen, das war sicher eine Persönlichkeitswahl, meiner Meinung nach. Van der Bellen habe ich mir vorgestellt, dass das vielleicht nicht so ist, dass du sagst, altersmäßig, dass er krankheitshalber dann nicht ausfällt. Aber er ist sehr sympathisch und der Herr Haufer hat halt mehr Energie. Ja, für mich ist das okay. Sehr okay sogar. Ja, ich bin eigentlich mit keinem Kandidaten so richtig zufrieden gewesen. Und ja, ich bin politisch nicht so interessiert. Was sagen Sie zur Bundespräsidentenwahl? Ich war nicht bei der Wahl. Ich weiß es nicht. Warum sind Sie nicht gegangen? Das ist eine blöde Geschichte jetzt. Ich weiß, meine Wünsche für die Wahnsinnigen. Ich war auch nicht wirklich mit den 2 Kandidaten zufrieden. Sie waren beide halt nicht wirklich die optimale Wahl für einen Bundespräsidenten. Gut, dass Dr. Van Bellen geworden ist. Warum? Weil es für mich die bessere Lösung war. Sehr erfreulich, das Ergebnis. War sehr spannend, aber gutes Ergebnis. Ich bin nicht zu der Wahl gegangen. Ja, warum nicht? Weil ich ÖVPler bin und mein Kandidaten haben es nicht mehr gehabt bei der zweiten Wahl. Also bei der ersten waren Sie? Bei der ersten war ich, ja. Weil mein Ding war der Kohl gewesen. Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Ja, es kann man sagen, es ist gut ausgegangen halt. Die Entscheidung muss man akzeptieren. Und man kann nur hoffen, dass in ruhigen Bahnen die Sache weiterläuft. Ein bisschen bin ich überrascht, dass die Blauen so viel zugelegt haben. Aber der Van der Bellen, das hat, jetzt passt da wieder alles, hat wieder alles hin. Was kann deiner Meinung nach der Bundespräsident überhaupt bewirken? Ja, er steht halt für Österreich da, oder? Und er präsentiert Österreich. Er kann nicht viel machen. Er soll schön auf die Regierung schauen, dass die nicht zu viel Blödsinn machen. Er ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass er einen Staat repräsentiert. In meiner Meinung nach könnte er in gewissen Situationen ein bisschen forscher auftreten. Aber es soll nicht so sein, dass irgendwelche Wirbel entstehen. Also das, glaube ich, finde ich, wäre nicht gut. Was glaubst du, kann ein Präsident überhaupt bewirken?
dass er auch die Menschen vielleicht ein bisschen dafür ein bisschen mehr motiviert, dass sie auf Erlangen schauen selber. Na, er kann ein Land gut nach außen hin vertreten. Und ich denke mal, das ist so die Aufgabe. Und ich weiß nicht, ob das, also meiner Meinung nach, wird der Hofer das nicht im Sinne von mir zum Beispiel machen. Ein Diskussionspunkt ist auch immer wieder der Sommersitz in Mürzsteig. Was halten Sie davon? Ja, ich finde, das ist eine traditionelle Einrichtung und ich würde es schade finden, wenn man das aufgegeben, wenn man das aufgeben würde. Könnte man sagen, ja, da halten wir es, wenn es wert ist zum Erhalten, bitte, dann da halten wir sowas. Ne? Es ist sicher gut für die Region, wenn der Herr Bundespräsident in Mürzsteig hin und wieder sich zeigen lässt. Ne? Ja, das gebührt einem eh. Kann ich haben. So, hier raus. Ist ja gut für die Region. Wenn er nur kommt, aber da kommen ja immer die ganze Familie mit. Ich meine, mehr oder weniger habe ich das gehört, nicht? Aber ich habe keinen Neid, weil ich fahre nicht rein. Ich denke, ja, wenn der Van der Bellen dort Urlaub machen will, soll er es machen, keine Ahnung. Ich finde es einfach in Ordnung, es ist eine Tradition, wie der Opernball und wie Liveball. Also für mich ist das Tradition und auch der Schlüssel da drinnen. Jetziger Bundespräsident hat Leutbirner schon da in die Ruhe, kann ich dort seine Gäste mitnehmen. Können wir das anders verwerten, der Dreidobel? Ja, wie er gesagt hat, das will er nutzen, wegen der Wirtschaft und wegen allen drinnen, dass das wieder, dass das bleibt halt so. Und was kann man jetzt erwarten vom Bundespräsidenten? Ich hoffe, dass es wenigstens so weitergeht, wie es gewesen ist. Ja. Jetzt werfen wir wieder einen Blick zurück in die DV-Mürz-Geschichte. Im Jahr 2008 war die Kultband ERV auf Amore XL-Tour. Natürlich auch in Mürz-Zuschlag. Und wir von DV Mürz waren auch dabei. Amore, amore, nicht lange hielt es die ERV-Fans auf ihren Stühlen. Sehr bald ließen sie sich von einem stark verschnupften, aber trotzdem sensationell witzigen und einzigartigen Klaus Eberhartinger und seiner Band mitreißen und lagen sodann gemeinsam mit der ERV im Liebesrausch. Vor 27 Jahren engagierte man Eberhartinger bei der ERV als Notlösung, bis halt was Besseres nachkommt. Naja, der Thomas war schon damals der Meinung, dass er schon einen guten gefunden hat. Wir kannten uns ja von vorher. Ich war eher der Meinung, dass ich das nur aushilfsweise mache, weil ich meine Dissertation auch fertig schreiben wollte. In Psychologie, Soziologie. Ich war ja mitten in der Doktorarbeit. Und dann hat sich das aber irgendwie bewährt und ich habe auch die Krot gefressen und bin halt dabei geblieben. Habe die Doktorarbeit nie fertig geschrieben. Das wollten wir jetzt wissen. Habe bei der Verunsicherung mein Diplom gekriegt, mein Doktor gemacht. Ja. Ehrendiplom? Ja, ja. Mein Ehrendoktor. Ja, ja, also ehrenvoll, ich weiß nicht. Amore, 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 die Liebe, die tut weh. Amore, 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 das war ein Schuss ins Knie. Amore XL. Wieder steckt die ganze Wahrheit in einer einzigen Textzeile. Mit ihren humorvoll kritischen Liedern punktet die Band beim Publikum. Aber es gibt auch andere Argumente, warum man ein ERV-Konzert besucht. Ja, eigentlich der Märchenprinz. Weil es ziemlich gleich blöd sein als ich. Das ist eigentlich das, was mir taugt. Dass die Menschen auch alle gut mitgängen und eine gute Stimmung wird. Langjährig begeistert seit der Uni in Leoben, da ist sie schon aufgetreten und das muss man sich immer anschauen, wenn es kommt. Mit ihrer aufwendigen Musiktheaterrevue begeisterte die ERV das Mürzer Publikum und bewies mit ihrem Konzert, wie toll Austropop sein kann. Vom Jahr 2008 gleich wieder zurück ins Jahr 2016. In diesem Sommer das absolute Must-Have,
diese Wasserbomben. Und damit auch ich Spiel und Spaß im Sommer habe, nehme ich gleich welche mit. Sag danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.